So, da. Unboxing Medisana Bifit Connect Activity Tracker. Verfolge deine tägliche Aktivität und Schlafqualität, mobil und online. Monitor your daily activity and quality of sleep, mobile und online. So, jetzt Thomas, packen wir es mal aus. Genau, so. Da sieht man ein kleines Gerät, das biegt da hinten, da raus. Okay, dann haben wir jetzt einmal das da, das da, so. Und die Verpackung ist da. Was ist da noch drin? Schauen wir mal. Was ist da noch drin? Schauen wir mal. Das ist USB-Kabel zum Verbinden des Gerätes mit dem Computer. Das ist die Gebrauchsanweisung. Und das ist das Armband. Machen wir mal auf. Genau, noch was auf, so ist das Armband. Black, schwarz. Fühlt sich samtig an, ja, samtig ist es. Genau. So. Dieses USB-Kabel, das tun wir aus der Verpackung. Genau. So. Okay, das ist das Gerät. Das kleine Gerät, dort haben wir jetzt mal die, genau, den Gummihalterung müssen wir mal oben da, genau, so, dieses Gerät, okay. Wir müssen jetzt einmal die Verpackung da oben da, den Plastik oben da, ja, ups, und schauen wir, ob es schon aufgenommen ist. Aha, noch nicht. Ist sie noch nicht aufgeladen? Nein, zurückgenommen. Na, okay. Dann laden wir es mal auf. Da haben wir jetzt das. Da haben wir einen Stecker. Da haben wir jetzt mal das Kabel da rein. Da hinten. Da hinten ist ein. Wenn man sieht, da hinten ist es ein USB. USB-Netzgerät, da tun wir das eine. So. Und das kann man jetzt mal aufladen. Und dann lesen wir mal die Gebrauchsanweisung. So, jetzt tun wir es mal aufladen. Okay, Moment. So. Okay, man sieht jetzt los. Oder? Moment. Schau mal, wie weit geht es rauf? Okay, so, Moment. So, der Ladebalken steht an. Aha! Und jetzt, man sieht. Okay, so. Jetzt ladet er. Okay. Der weiter ladet, dann haben wir weiter her. Lesen wir die Gebrauchsanweisung. So, jetzt sind wir wieder so. Dann entlade da, genau. Die lade da. So, jetzt lassen wir die Gebrauchsanweisung. So. Okay, fangen wir an. Mit Hilfe des Trackers können Sie die Anzahl der Schritte zurücklegen, zurückgelegte Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivitätsdauer und Erreichung des täglichen Bewegungsziels in Prozent erfassen. Mit dem Schlafmodus wird die Bewegungsaktivität während des Schlafs und die Schlafdauer erfasst. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Tracker laden. Schließen Sie den Tracker dafür mit dem mitgelieferten USB-Kabel an, einem PC oder Laptop an und laden Sie ihn.
Die Ladezeit beträgt circa 2 bis 3 Stunden. Okay, jetzt ist Viertel nach 1 Nachmittag. Müssen wir warten bis circa 4 nach 3, 4 nach 4. Müssen wir warten, bis er geladen ist. Vor dem ersten Gebrauch mit Smartphone. Vitadoc und App kostenlos im App Store oder Google Play runterladen. Das habe ich schon gemacht. Das werde ich dann in einem anderen Video erklären, wie man das verbindet, ob es auch funktioniert und so weiter. Okay, starten Sie, das können wir später machen. Okay, und jetzt beende ich diese Übertragung und wir sehen uns beim zweiten Video, wenn der Trecker aufgeladen ist. Danke für Ihre Mitwirkung, für Ihr Interesse und wir sehen uns. Bis dann.